Jetzt bin ich mal gespannt. I wonder if the wave mother will call me next. Ne, bei denen ist alles okay. Ja, dann. Oh, keine Zeugen, kein Problem, ne? Richtig. So kann man es natürlich auch sehen. Die Weltmutter hat auch nichts zu sagen. Aber diese Rüstung, ne? Wenn was am meisten Gold gibt, dann sind das diese Rüstung. Floodtide is the umbilent holy day celebrating the arrival of the winter storms with the sacrifice of a withered May the wave mother grant you her favor. Bist du denn jetzt? Bin zum Baals Tempel. Ach so. Da ist der welkende Alex. Und da ist der Clownskopf. So, okay. Dann gehe ich jetzt mal. Moment, warte mal. Das Abbild von Amelissan, die nach Göttlichkeit gestrebt hatte. Welchen Nutzen hatte ihr Verrat? Sie hielt sich für perfekt, aber sie vergaß, wem sie diente. Darunter steht eine übertriebene Unterschrift verfasst in Blut. Urin die Rote. Ach doch, hier wollte ich hin. Einmal verkaufen. I need a quick word. Easier to don some armor than learn to swing. Boah, der. Okay, der hat mittlerweile 8617 Gold. Interessant, dass er so viel Gold mit hat mittlerweile. Ach, weißt du was? Was kostet die Welt? Rüstung der Agilität? Was kostet die Welt? Ich habe ja mittlerweile eh den Eindruck, ich komme nicht mehr dazu, Geld auszugeben, was von da an. Jetzt kaufst du ihm den Lehrer oder was? Nee, Rüstung der Agilität wollte ich ihm kaufen. Ja, mit dir muss ich auch noch mal reden. Zum Lager senden. Ich bin am überlegen, wenn ich mal nochmal spielen würde, wen ich dann alles mitnehmen würde. In der Gruppe. Ob ich dann mal immer so durcheinander sein würde und mal ab und zu mal wen anders mitnehme. Also ich würde auf jeden Fall Astarion mitnehmen. Alleine schon wegen Clown und Schlösserknarren. Das muss. Das muss einfach sein. Schattenherz zum Heilen. Oder ich nehme gar keinen vor. Oder ich mache. Ja, ich weiß nicht. So ein vorgefertigter Charakter oder einfach die Standardcharaktere wären eigentlich auch mal nicht schlecht. Dass man gar keinen Charakter nimmt hier von. Also keinen selbstgebauten. Wobei sich das eigentlich immer anbietet, ne? Something caught your eye then? Careful. Versteh's aber auch nicht, ne? Die meisten epischen oder sehr seltenen Pfeile, die man immer hier kaufen kann, in egal wo in diesem Spiel, sind die Drachentöterpfeile.
Aber ich kam bis jetzt nur einmal dazu, die wirklich einzusetzen. Ich versteh's nicht. Das ist mein Rätsel. Vielleicht kommen am Ende noch 10.000 Drachen. Ich habe keine Ahnung. Ja, oder das wär's. Pfeil der viele Ziele. Auch Pulverfrei nehme ich auch mal mit. Endgegner einer Armee von Drachen. Wenn, dann wäre ich jetzt mittlerweile gut ausgestattet. Nur one-shotte sie alle. Ich mach sie alle platt. Man braucht keinen Drachen unter der Finte zu kommen. So, wen könnte man denn noch einen Besuch abstatten? Ich weiß wen. Unser Schmied seit Akt 1. Da ist er. What can I do for you? But hey, Ed, of course, wouldn't be alive to hold him if it weren't for you. Hast du noch was Nützliches? Rüstung der Ausdauer. Kostet 11.000, ey. Nee, die kaufe ich ihm jetzt nicht ab. Das ist mir doch zu viel. Mit wem redest du denn? Warum redest du mit der Katze? Die folgt mir jetzt. Hä? Wieso? Ich hab so ein bisschen gekrault. Du läufst ihm hinterher. Mischka. Mal sehen, was Mischka zu sagen hat. Ich glaube, ich hatte mit Mischka schon mal geredet, kann das sein? So, gucken, ob ich die auch hier abgeben kann, wenn der Kerl am Leben ist. It's you. I never forget. Noble stock is why the customers came. We were out in our arses soon enough without it. Too bad my worthless fella couldn't get one simple thing. He's wrecking my head as always. Makes himself useful with a broom from time to time, at least. Oh, sure. Cultists on the loose. Wahrscheinlich. Murderer. Ich glaube, aufgrund dessen, was ich jetzt so von ihm weiß, auch wenn er Alzheimer hat, ich glaube, ich hätte ihn sterben lassen sollen, damals. So. Ich schmeiß mir mal Elixier der Unverwundbarkeit rein. Ah ne, die Zeit läuft ja sofort. Ach, bin ich doof. Ah, dann habe ich nicht dran gedacht. Egal. Jetzt ist halt passiert. Ja, wir müssen das Gebiet wechseln, ne? Ja. Revington? Ja. Machen wir. Dann holen wir uns noch das letzte Körperteil, das wir brauchen. Machen den einen Typen oder setzen den Typen noch einen Besuch ab. Ich habe den Namen schon wieder von dem vergessen. Dass ich die Namen von denen alle vergesse. So, dann gehen wir mal wieder zum Zirkus. Der Typ ist ja da hinten in der Ecke, ne? Zu dem Kobold müssen wir.
Abgetrennte Klauenhand. Oi! Give that! A fancy drow person. That's my super special hand, and I need it back. Now. Dass er darauf reagiert, dass ich ein Drow bin. Was macht die Hand denn so besonders? I found it by the clown man's tent. Fought a rat for it and everything's. It's a one of a kind hand with artisanal bite marks. It's worth lots. Mhm. Also, das würde ich machen, wenn ich nett wäre. Das würde ich machen, wenn ich jetzt gemein wäre. Also, das ist schon Wucher, dieser Preis. Also, den er da verlangen will. Ich habe auch Hexenmeister täuschen. Du kannst ja auch machen. Mach doch. Wobei, warum denn eigentlich täuschen? Das ist ja nicht mal gelogen. Wir arbeiten ja wirklich für Lucretia. Wir sollen ja die Narrenteile finden. Ja. Nun, ich arbeite als Zauberer für Lucretia. Ich brauche diese Hand für einen Zauber. Crit. Jo. More magic people gets the best stuff. Oh. Fine. But don't tell nobody I gave it to you for free. Got to protect my reputation as a tough business lord. Ist klar. Das mit der Schattenbestie tut mir ein bisschen leid. Noch Beutel. Der. Kannst du das Tor aufsprengen? My kills, my prey, you took them. Run. Bet I can crack that open. No use, it's blocked. Tja. Nee. Na komm. Möchtest du oder soll ich reden? Haben wir die Teile nicht im Lager? Oder hast du sie geholt schon? Ja gut, ich kann sie eben holen. Ach ja, die gute alte Stelle vor dem Haus, vor der Stadt. Nee, das ist meine. Hast du denn alle? Ich hab die Hand und den Kopf. Ja, und wir haben 7 Teile jetzt. Ja. Ich schick dir mal die beiden Teile noch. Jo. Wobei, du bist eigentlich Hexenmeister. Eigentlich müsstest du mit ihr reden. Kann ich auch, mir egal. Mach mal. Das passt eigentlich eher zu dir jetzt. Unterhalte ich mich. Ja, wobei, eigentlich müsstest du dich gleich mit Ravencore unterhalten. Here again, my vicious little warrior. Any luck finding dribbles? Ich habe Schnibbles gefunden, oder zumindest Teile von ihm. Oh dear. Dribble's flesh is near torn asunder. Poor thing was most certainly alive when he was hacked up. Well, that just means this treasure hunt is all the more challenging. Toddle on, darling. There's more of Dribbles to find. Hä? Achso, weil ich die wahrscheinlich habe. Ich geb sie dir mal. Hallo. Uff. Leicht überladen. Der wiegt was. Hallo
again, my vicious little warrior. Any luck finding Dribbles? Das ist alles, was ich von Schnibbles finden konnte. Oh, perfection. This is just what I need. His flesh has a few rat bites and his teeth are missing, but these are minor issues. I shall remake Dribbles better than before. Where once he was famous, he will now become legend. And you? Here, darling, a little something from your friend, Lucretius. My circus and I can now finally leave. Das ist ein großer Zirkus. Wie wollt ihr aus der Stadt kommen? It's called magic, darling. Do keep up. Zieht weiter jetzt. Zieht sofort. Weiter jetzt sofort. This instant. So should you wish for anything from my staff, be quick. Oh, and if you do take on the absolute, do try not to end up like poor Dribbles. You are so very pretty after all. Das ist voll am Smile. Oh, Dankeschön. Zauber macht, wenn du einen Zauber wirkst. Achso, den Gegenstand habe ich jetzt gekriegt, weil das ja wahrscheinlich mein Spielstand ist. Zauber macht Handschuhe. Wenn du einen Zauber wirkst, für den Angriffswurf erforderlich ist, kannst du auf den Wurf einen Malus von minus 5 anwenden und zusätzlich 1d8 Schaden zu bewirken. Zauber macht Handschuhe. Hey. Aber im Prinzip das Zauberer-Äquivalent zu dem schweren Waffenmeister. Ja, scheint so. Weniger Trefferchance, mehr Schaden. Oh ja, und jetzt. Jetzt kommt das Finale. Ja. Offiziell haben wir nichts mehr. Bis auf, wir könnten Voss befreien. Wir können Orpheus befreien. Weiß aber nicht, ob das so klug ist. Ich würde es jetzt nicht machen wollen. Orpheus können wir erst befreien, wenn wir wieder im Prisma sind. Wir können höchstens Voss Bescheid sagen, dass wir einen Hammer haben. Ja, aber sollen wir das wirklich machen? Ich glaube, das spielt keine große Rolle. Ja, sollen wir dann nochmal zurückgehen? Dann müssen wir am besten zu... Unterstadtruine, glaube ich. Ich habe das Gefühl, wir werden heute nicht so lange streamen, oder? Oder irgendwas passiert noch Großartiges, womit wir nicht rechnen. Yep. Natürlich könnte sich das Finale auch, keine Ahnung, wie lange strecken. Na gut, es wäre kein Finale, wenn wir nur Gortasch aus den Latschen hauen und dann die Credits rollen, oder? Nö. Hier sind wir. Okay, statt Kandidation wäre wahrscheinlich genauso weit gewesen. Können wir auf dem Weg noch den Schläfer aus dem Leben nehmen? Ja. Achso, ich wollte ja Gedanken wahrnehmen machen, ne? Ich kann es ja mal probieren. Ich wüsste sonst keinen anderen Trick, was man machen könnte. Da ist der. Ich wundere mich, dass das mit dem Vorrat immer noch angezeigt wird. Ah, ist irgendwie ein Bug, wenn du einen Schatz gefunden hast, bevor du weißt, dass da ein Schatz verborgen ist, dann bleibt das halt angezeigt. Ach so.
Diese Kreatur hat umfassenden Schlafattacke und kann dann nicht geweckt werden. Der ist doch nicht umsonst hier. Kannst du mir doch nicht erzählen. Hat auch nichts in den Taschen. Heilzauber hattest du schon mal versucht, oder? Ja, allerdings. Ich kann Fluchbrechen machen, aber ich glaube, das hat nicht geklappt. Ja, ich kann ihn jetzt anvisieren. Ich weiß ja nicht, vielleicht muss man ihn noch einfach angreifen, aber. Die darf kein Gegner sein. Ich weiß nicht, ich empfinde das als langweilig, wenn das wirklich Sinn und Zweck der Sache wäre, ihn einfach anzugreifen. Ja. Ich wüsste auch nicht, was man bei ihm machen könnte. Also steht wirklich nichts im Internet zu dem Typen? Dairuvin. Dairuvin Baldur's Gate 3. Was ist der Death Ward Spell? Todesschutz? Was ist nicht ein Spell, den Schatten jetzt nicht kann? Ist das nicht dieser, wie heißt die Fähigkeit dann nochmal? Schattenherz hast du doch gehabt, oder nicht? Wo der nicht angegriffen werden kann. Achso, das war Heiligtum, das ist nicht das. Also steht, bypasses to wake up Dairuvin, you must cast the Death Ward Spell on him. The spell protects the target from instant death. By capping their health Cotton Point when they take damage. By casting Death Ward on Darrow. Ah.
Todesschutz. Beschütze eine Kreatur vor dem Tod. Wenn ihre Trefferpunkte das nächste Mal durch Schaden auf Null sinken würden, bleibt sie bei Bewusstsein und behält einen Trefferpunkt. Und dann soll man ihn angreifen. Schattenherz kann, also ist ein Stufe 4 Zauber. Stufe 4 Zauber. Todesschutz. Ja. Was kann ich denn rauswerfen? Vollständige Genesung. Aber ich muss ein Verbündeter sein. Kann ich nicht auf ihn zaubern. Versuch mal vorher Person beherrschen. Das geht. Kannst du jetzt den anderen Zauber machen? Jetzt geht's. So, und jetzt angreifen. Wenn ich richtig verstanden habe. Ja, probier. Kritisch 40, okay. Still alive, so that's progress. Ach. Good. I was just starting to miss. Ich wollte nicht mit dir reden. Oh. Hä? Weg ist er. Einfach weggelaufen. Let's move. Hä? Wo ist denn der jetzt hingerannt? Ja, der ist wohl despawned, denke ich. Ach, da ist er wieder. Wie? Was? Der kommt gerade wieder zurück. Aber man kann nicht mit ihm reden. Noch freundlich oder wieder. I've got a long road ahead. Na gut, ich meine, das bringt auch wenig, ne? My faith will guide me. Donnerwetter beeindruckt. Rennt wieder weg und jetzt gleich kommt er wieder. Also man kann nichts mit ihm machen. Sehr sonderbar. Das größte Mysterium von Baldur's Gate 3. Was ist mit dem Typen los? Naja, er kommt wieder. Da werden noch in 20 Jahren werden dann noch YouTube-Guides drüber gemacht. Wahrscheinlich möchte ich wetten. Und irgendwann kommt dann das Rätsel Lösung. Du musst einfach nur Gift auf ihn werfen. Okay. Lassen wir jetzt zu ihm so stehen? Oder? Nee, du musst... du musst genau 100 Stunden gespielt haben und dann warten, bis die MSN wieder im Hafen einläuft. Oder irgendwie sowas. Ja. Was machen wir jetzt mit ihm? Mach was du willst. Ach, ich lass ihn einfach da. Ich lass ihn jetzt einfach da doof stehen. Jetzt ist jetzt pennt er nicht mehr. Er ist wach. Tja. Keine Lösung für ihn. So ist das leider. Have you brought the Orphic hammer? Wer ist euer Gefährte? Not a new companion, but an old one and a loyal one. A proper introduction is in order, but I will let him do the honors.
Egal. Wo sind eure übrigen Verbündeten? The remaining honor guard serve as my eyes and ears. Vlakith's forces hunt you and the prism. My allies have slayed more than you know, so that you might travel freely. Okay. As for those that break through, you've proven more than capable of bleeding them yourself. Ja, ich hab den Hammer. The Prince of the Comet is not dead. The Prince of the Comet will come again. The Prince of the Comet will liberate us from the Lich Queen's tyranny. The prophecy is one step closer to fruition. Among the Githyanki, one gift is esteemed above all others. The Silver Sword. Take it. Wield it in honor of Gith, the great liberator, and her unforgotten son. Istik, now that you have the hammer, you must find a way to enter the astral prism. Once inside, smash Orpheus's bonds. His cry will shake the plains, and I will fly to your aid. The Prince of the Comet will sear the heavens again. First we'll defeat the Absolute, then we let the Lich Queen tremble. Think again. I will not permit your entry. Soll das jetzt weiterführen? Hm. Ich weiß nicht. Probier es. Kann ich euch irgendwie was sagen? Er wird sowieso sagen, nein. Ja. No, there is not. When I am done with the Gith Princeling, you may do with him as you like, but not a moment before. Questions, Istik? You seem to be lost in thought. Hm. Orpheus hat die Larve gespürt und seine Garde hat angegriffen. Wird er uns nicht auch angreifen, wenn wir ihn befreien? The Prince of the Comet aches for Githyanki liberation more than he abhors Geich. He might seethe when you free him. He might gnash his teeth and slander your name, but he will see reason. I promise you. Hm. Ist jetzt die Frage, was willst du machen? Willst du ihn denn befreien? Meinst du, der Imperator ist wirklich so böse? Es wird kompliziert, wenn er diese Astralprism zu gelangen. Yes, but you will meet this challenge, as you've met so many others. Mhm. Weggehen. Istik, friend to Orpheus. Together we will end the Elder Brain, which shakes this city. Then I turn my sights to Vlakith, the Queen of Deceit. When you break Prince Orpheus free, his psionic cry will alert us. Oh. I will fly to your side. Together, we will fell the Elder Brain. Ja, das war das. Ein krasses Schwert. Ist so ähnlich gut jetzt wie der Baldurans Riesentöter. Ein legendäres Schwert hat er gegeben. Silberschwert der Astralebende. Wird diese Waffe von einem Kisanki geführt? Bewegt sie zusätzlich 1 bis 6 physischen Schaden. Ja, kannst du Level geben. Ja, einen anderen. Ja. Ist er bei der Intelligenz, Weisheit und Charisma Würfe im Vorteil? Ist er gegen physischen Schaden? Ja, ist Lazels Waffe, ne? Ja. Oh. Nee. Hä? Wollte ich doch gar nicht. Ach so, bin ich doof. Jo, Lazell. Jetzt sind sie weg. Wo sind sie hin? Okay, es hat sich ja doch nochmal gelohnt, hier hinzugehen.
Ja. Wir haben Raphael besiegt und können das Haus der Hoffnung verlassen. Ihr solltet auf die nächste Gelegenheit warten, ins Astralpressing zu gelangen und Aufrecht zu befreien. Sollen wir ihn denn befreien? Was willst du denn machen? Can't slow down. Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, ob das so klug ist. Egal. Wir machen jetzt erstmal gehen wir zu Gortash. Ja, wird Zeit. Remington. Ach, er wird sich bestimmt freuen, uns zu sehen. Er ist bestimmt voller Freude. Mhm. Vor allem, dass wir ihn seine Stahlwächter umgeboxt haben. Ist er bestimmt ganz happy drüber. Ah, schon krass, dass die durch Gehirne kontrolliert werden. Ach, ich wollte gar nicht hier hin. Ach, egal, ich gehe nochmal in den Laden rein. Man weiß ja nie, was man da noch verkaufen könnte. Ach, doch, da fällt mir was ein. Unten bei der, bei dem Tempel, da war die Leiche vom Schmied, ne? Gildra? How can I help you? Ich hab einen Dialog. Ihr solltet wissen, dass Gildo nicht zurückkommt. What? Don't joke about that. He'll come back. He always does. He's probably just gone to get more coal for the forge or visit one of the ore mines. Er ist tot. And no obituary in the Gazette? Impossible. I don't know why you're insisting on spreading these nasty thoughts, but I'll ask you to kindly keep them to yourself. Now, is there anything you'd like to buy? Ja. If not, move along. Tja, die kann die Wahrheit nicht vertragen. Of course. Gildro's finest. Tja, die kommt mit der Wahrheit nicht klar. Und wieder Pfeile des Drachentöns. Ich verstehe das Spiel nicht. Ja gut, die gehören wahrscheinlich irgendwie zum Standardinventar von dem Händler und respawnen immer wieder oder so. Ja, aber ich habe so selten mal andere Pfeile gesehen, des Humanoiden-Tötens, des Untoten-Tötens, Absessions-Tötens. Aber gerade des Pfeiltötens kannst du immer kaufen. Interessant. Was denn? Die Zugbrücke ist oben. Und der Schnellreisepunkt in der Festung ist auch weg. Stimmt, mir ist gerade aufgefallen, dass mir irgendwie ein Punkt fehlt. Ja, dann wissen wir ja, wer auf jeden Fall keinen Besuch haben möchte. Was zählt denn als... Ich kauf einfach mal ein paar Pfeile. Man weiß ja nie, was gleich kommt oder was noch kommen wird. Hallo, ich will so lange was zu trinken. Mach das. Pfeile. Man kann nie genug Pfeile haben. Was denn mit dem? Wofür soll man sonst die Kohle ausgeben? Komm back. Wir müssen uns eh überlegen, wie wir da reinkommen. Wobei. Könnte man echt mal anders machen. Duden und töten. Unholde, Tier, Monster, Konstrukt tötens, Element tötens. Okay.
Tja, bin ich mal gespannt. Wie kommen wir denn jetzt da rein? Da bin ich wieder. Ja, ich wüsste, wie man reinkommt. Ich komme jetzt mal zu dir. Ich frage einfach mal höflich. Ich wäre jetzt von ganz außen rum reingegangen. Ja, ich bin good to go. Ja, schön, aber wie wenn die Brücke runter hoch ist? Der Gottesch hat jetzt Vorkehrungen getroffen. Wir können natürlich auch durch das Tor von der anderen Seite rein. Ich glaube, das wird auch hochgefahren sein. Nur das im. Wobei, ja gut, da ist ein Zugbrück, aber. Oh, Falle, das ist nur Manuin Töns. Aber sonst hat er keine, okay. Oh ja, die Gegner, die sind, Drachen, die sind feindlich. Wie sind du jetzt da hingekommen? Geflogen. Ist Kala da hingekommen? Gesprungen. Okay. Wie sind wir denn nochmal da hingekommen? Ja, sollen wir in die andere Seite rein oder bist du schon im Kampf? Ich stehe hier vorm Tor. Was hältst du davon vom Basilisken? Nee. Grauen. Nee, warte mal, wo ist denn das denn? Beim Basiliskentor müsste das sein, oder? Doch, Basilisken-Kentor. Ja, komm, dann gehen wir da hin und gehen dann rückwärts dann rein. Weil ich weiß auch gerade nicht, wie wir da unten hinkommen. Außer halt sehr viel Schaden zu nehmen. Achso, okay, jetzt müsste gehen. Das ist eine feindliche Zone. Achso. Ja gut. Ich fülle mal kurz mein Getränk auf und gehe mal aufs Klo und dann bin ich sofort wieder da. Ladebildschirm, das Spiel. So, da bin ich wieder, aber die Kopfhörer sind noch nicht hoch. Kannst du auch ruhig schon mal gehen, wenn du magst.